Herzlich willkommen zurück zum Airport Simulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Wir haben immer noch diesen fantastischen Simulator im Angebot und ich habe ja gesagt, so die nächste Folge kommt, weil ich das nächste Fahrzeug freigeschaltet habe. Das ist jetzt der Fall und wir haben hier das Gangway-Fahrzeug. Ja, ist ein kleineres Fahrzeug mit einer Gangway oben dran. Mal gucken, ob wir durchpassen. Boah, ist das eng. Passt. Damit können wir die Passagiere oder können wir helfen, dass die Passagiere einfacher einsteigen können und einen fantastischen Flug genießen können. Das sehen wir jetzt auch mal in Aktion. An diesem kleinen, sieht aus wie ein Airbus in einer kleineren Variante. So, da müssen wir jetzt ranfahren. Vorsichtig. So, ich muss innerhalb der gelben Fläche parken. Fantastisch. Gucken wir mal. So. Wechsel zum Shuttlebus, um diese Aufgabe abzuschießen. Ah, okay, das ist also eine Aufgabe, bei der man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss. So, jetzt müssen die Passagiere abholen. So, das heißt, die Passagiere können jetzt schon mal aussteigen. Unsere unsichtbaren Passagiere, wohlgemerkt. Der Fahrer ist auch immer noch unsichtbar. Es gab ein Update, da gab es ein paar Performance-Verbesserungen, ein paar Bugs wurden behoben, ein paar grafische Fehler wurden behoben. Alles in allem ein fantastisches Update, wie ich finde. Alter, ist das schwierig hier einzuparken. Uiuiui. So. So. Zack. Das unsichtbare Boarding beginnt. Ja. So. An dieser Stelle auch nochmal ein Gruß an den Tazel. Den habe ich gerade nochmal angeschrieben bei Steam. Und natürlich auch an den ganzen Rest. Wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Lasst gerne vorab schon mal ein Like da und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns. Sehr gerne, da freuen wir uns sehr drüber. Wir nähern uns langsam auch den 1000 Abonnenten. Das ist gar nicht mehr so lange hin, da muss ich ein paar lustige Sachen machen. Ich bin schon am Vorbereiten von dem Ganzen. Und ja, da dürft ihr gespannt sein. Es wird sehr, sehr lustig. Und ich denke, wir machen auch ein kleines Gewinnspiel nochmal bei 1000 Abonnenten. Das sollten wir dann auch hinkriegen. Also es gibt dann ein paar schöne, nette, fette Preise. Fantastische Preise zu gewinnen, wohlgemerkt. Und ja, so, wir parken jetzt hier. Aufsteigen. Auch wenn ihr mal andere Simulatoren sehen wollt, dann schreibt es unten ebenfalls in die Kommentare rein. Denn es gibt bestimmt ganz viele lustige Simulatoren, die ich selber noch nicht kenne, die ihr vielleicht aber kennt. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Also wir kriegen noch so einen kleinen Zeitbonus und haben jetzt die nächste Erfahrungsstufe erreicht. Wir melden uns dann mit dem nächsten Fahrzeug sofort zurück nach einem kurzen Wusch. Ich habe es gesagt, wir melden uns zurück, sobald wir das nächste Fahrzeug haben. Wir haben es jetzt hier auch schon. Und zwar haben wir jetzt hier die Schneefräse. Yeah, nice. So, die Schneefräse ist eine Maschine zur Schneeräumung und zum Einsatz bei Schneetiefen von 30 bis 60 Zentimetern. Gucken wir, ob wir auch gleich eine Mission für die Schneefräse finden. Schneeräumen. Sieht so aus. Gucken wir mal. So, jetzt nehmen wir hier eine neue Schneefräse. Ja, das sieht doch gut aus hier. Schaut es euch an. Schönes Gerät. Der Gerät schläft nie, wisst ihr. So, wir düsen jetzt einfach mal los im Sauseschritt. Wir haben auch ziemlich viel Geld. Das können wir auch nochmal hier nachher mal investieren, um uns ein paar Updates zu kaufen. Und mal gucken, ob jetzt hier irgendwo Verkehr ist auf dem Flughafen. Ich hatte vorhin, als ich schon mal ein bisschen weiter gemacht habe, was ich jetzt nicht gezeigt habe, weil es eigentlich immer dieselben Missionen sind, hatte ich auch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt. Ich habe Angst, dass ich dieses Fahrzeug ramme. Ist aber nicht passiert. Das andere Fahrzeug fuhr wie schnurstracks geradeaus. Auf fantastische Art und Weise. Komplett an mir vorbei. Und nicht in mich rein oder so. Aber das hätte auch nur für Chaos gesorgt. Ja, wir fahren jetzt hier mal ganz gemütlich mit 30 km/h. Ne, 50 haben wir. 50. 30 Meilen pro Stunde sind 50 km/h. Ist ja relativ einfach die Umrechnung von Meilen in km/h und umgekehrt. Meilen mal 1,5 ergibt dann Kilometer. Ein Hoch auf das metrische System. Das haben die Amerikaner aber noch nicht so ganz verstanden und verinnerlicht. Tja, was soll's. So eine Angabe in Fuß ist ja auch wesentlich genauer als Zentimeter und Meter. Aber gut, so. Gucken wir uns die tolle Schneefräse mal an. Und jetzt müssen wir über Leertaste drücken. Ah. Ja, ein Meisterwerk der Technik. Wobei ich den Schnee doch eigentlich nur von A nach B schiebe, oder? Hm. Oh, was war denn da gerade los? Habt ihr das gesehen?
Ups. Ah ne, jetzt wird es platt gemacht. Eben gerade. Ich sage dazu einfach fantastischerweise mal nichts. Muss ich nichts zu sagen, oder? Man sieht selber, was da gerade vorgefallen ist. Hm. Wie das von innen aussieht. Schön, schön. Schön, schön. So. Da baut sich der Schnee vor uns auf fantastische Art und Weise direkt ab. So. Gucken wir, dass wir mal die Schneetiefe von 30 cm jetzt mal erreichen hier. So. Radio gibt's ja. Also der Song im Radio ist immer noch derselbe wie immer. Es gibt nur einen Song im Radio. Aber wir sind ja hier auf der Arbeit. Und da muss gearbeitet werden. Da darf nicht irgendwie nochmal Radio gehört werden oder so. Das würde ja nur vom Arbeiten ablenken. So. Haben wir die Schnee. Tiefe, den jetzt bald mal erreicht. Die Ziel-Schnee-Tiefe. Oh, ein kleiner Zungenbrecher. So. Ach so, jetzt ist es auf einmal null. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal mit der Schneefräse drüber fahren. Vermute ich einfach mal. Gucken wir mal. Wir bauen hier nochmal ein bisschen Schnee ab. Gucken wir uns das Ganze von draußen nochmal an. Immerhin sind es mal andere, abwechslungsreichere Aufgaben. Ist auch schon mal ganz schön. Gucken, wenn wir jetzt hier runterfahren. Auch nichts passiert, okay. Schön, dass er den Blinker noch immer einsetzt. So. Ich glaube, jetzt können wir mal hier unseren unser Schneeräumfahrzeug auspacken. Oder? Ich glaube nämlich nicht, dass wir es so irgendwie noch schaffen. Sieht zumindest nicht so aus, wenn wir hier eine Zielschneetiefe von 0 cm erreichen könnten. Auf die einfache Art und Weise. Dementsprechend nehmen wir jetzt mal den hier, so. Unseren normalen Schneeräumer. Da haben wir auch ein bisschen mehr PS drin, haben wir schon ein bisschen aufgepimpt das Ganze. Fantastisch. Rums gegen die Brücke. So. Ich habe in der ersten oder zweiten Folge habe ich angemerkt, dass hier hinten, sich im mittleren Bereich des Fahrzeugs, noch ein Pixel befindet, der da nicht hingehört. Der wurde jetzt in dem Patch auch behoben. Fantastisch. Sieht jetzt auch gleich viel schöner aus, das Fahrzeug. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was in dem Patch eigentlich alles behoben wurde, denn dazu gab es auf Steam leider keine Informationen. Was will man machen? Und wir düsen jetzt im Sauseschritt quasi dahin, weil wir haben auch nur noch 4 Minuten 15 Zeit. Witzigerweise ändert sich die Tageszeit hier auch nie. Vielleicht habe ich es auch übersehen, vielleicht kann man es irgendwo einstellen, die Tageszeit, aber ich bin bisher immer nur nachts unterwegs gewesen. Komisch. Ich dachte immer, es gibt nachts ein Nachtflugverbot. So. Endlich. Jetzt können wir den Schnee mal vernünftig räumen hier. So, sehr schön. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Ja, also wie man sieht, man braucht manchmal auch zwei, drei verschiedene Fahrzeuge, um einen Auftrag abzuschließen, wie wir jetzt hier sehen. Und ja, gucken wir mal, wann wir das nächste Fahrzeug... ich habe eine Auszeichnung erhalten. Trophäe Silberschneeräumer, ja. Wie der Silber... Das Ding fährt von alleine. Seht ihr das? Geil. Kann ich hier aussteigen? Nee. Witzig. Ich frage mich, wo es hinfährt. Das sehen wir, wenn wir uns da vorstellen. Gucken wir mal. Stellen wir uns mal hier vor. Und warten mal, was passiert. Machen wir ein kleines Stück zurück. So, und halten hier an. Mal gucken, ob jetzt ich stehe. Ne? Wohlgemerkt, ich stehe. Rums. Da werden wir weggeschoben. Cool. Aber es bewegt sich jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, schauen wir mal, was wir für weitere Fahrzeuge jetzt nochmal freischalten. Ich hole jetzt hier eben schon mal unser Stromversorgungsaggregat. Das hatte ich euch in der letzten Folge nochmal gezeigt. Ich zeige es euch jetzt auch noch einmal kurz. Damit wir dann quasi uns im Anschluss direkt mit dem neuen Fahrzeug zurückmelden können. Und dieser komplett gepimpten Fahrzeugflotte. Also es gibt hier so ein paar komische Sachen, die hier passieren. Ihr habt ja gerade gesehen, wie von Geisterhand bewegt sich unsere Schneefräse.
Wir sehen auf der rechten Seite auch immer schon Fahrzeuge, die wir im späteren Verlauf noch freischalten können. Zum Beispiel auch Enteisungsmaschinen. Das hier ist eine Enteisungsmaschine hier vorne, der mit der mit dem Kran dran. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin ich gespannt. Oh, ich bin am Flugzeug vorbeigefahren. Ups. Bin ich gespannt, wie das ganze Ding nachher funktioniert. Wir haben ein bisschen wenig Zeit, fällt mir gerade auf. Das könnte ziemlich, ziemlich eng werden. 1 Minute 53 ist jetzt nicht gerade so das super Zeitfenster. Wir bleiben einfach mal dran. Wir bleiben jetzt mal hier drauf. So. Wir machen die Mission mal gemeinsam fertig und hoffen, dass wir da nicht noch irgendwie jetzt gleich noch Minus bekommen. Und noch Geld verlieren. Oh, rückwärts fahren kann ich nicht. Scheiße. Fantastisch meine ich. So. Ist alles fantastisch. Alter Verwalter. So, hier nochmal ran. Ei. Relax mir Morsch. So. Fantastisch. Nein. Dieses. Also als ob es irgendeinen Unterschied machen würde auf dem Flughafen, ob ich jetzt 2 cm weiter links oder rechts stehe. Gerade mit so einem Stromaggregat, das ist eigentlich scheißegal, wo ich da mit dem Ding stehe. Und ich komme einfach nicht ran. Also bei so einem Stromaggregat ist es wirklich scheißegal, wo man steht. Also, ein kleiner Trigger hier. So. Zack. Keine Zeit. Ja, machen wir mal hin mit dem Strom da. 50 Sekunden Zeit, wir brauchen gleich noch eine Fluggastbrücke. Ja, komm, komm. Mach den Strom da rein, dann ist gut. Sehr schön. So. Fluggastbrücke. Ja. Jetzt geht's auf Leben und Tod. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Guck mal, ob wir es schaffen. Ich bin gespannt. So. Das war zu viel. Nein. 16 Sekunden noch. Die Zeit läuft gnadenlos gegen uns. Hallo? Oh. Nein, die Zeit. Nein, steigt doch schneller ein und aus. Bitte. Ding, ding, ding. Zeit vorbei. Ja, schade. Mehr dann gleich im Anschluss, beziehungsweise eigentlich schon in der nächsten Folge mit dem nächsten Fahrzeug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Lasst da unten einen Kommentar in den Kommentar stehen und abonniert uns sehr gerne, falls ihr es nicht getan habt. In der nächsten Folge dann weitere Fahrzeuge hier beim Airport Simulator 2015 bei Let's Multiplay. Vielen Dank fürs Zuschauen.